Ein Kahnbeinbruch ist ein Bruch, also eine Fraktur von einem Handwurzelknochen. Der kommt relativ häufig vor. Wenn man stürzt, dann bricht dieser Knochen in sich quer durch. Das ist sehr schwer zu entdecken auf dem Röntgenbild. Dann gibt es weitere diagnostische Verfahren, die man anwenden muss. Letztendlich, wenn der Kahnbeinbruch festgestellt worden ist, ist in der Regel eine Operation durchzuführen, da das von alleine nicht zusammenhält und dann sehr lange, sehr hartnäckige Beschwerden machen kann.